Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Fat Cosmos. Und heute schauen wir uns Alpha Centauri an mit all seinen Sternen. Und für alle, die es noch nicht wissen, Alpha Centauri ist unser Nachbarsonnensystem. Es ist sogar das am nähersten liegende Sonnensystem, wenn wir als Ausgangspunkt unsere Sonne bzw. unsere Erde nehmen. Über die Planeten ist noch nicht so viel bekannt, aber dazu kommen wir gleich. Eigentlich hat Alpha Centauri sogar gleich drei Sterne, zählt aber zu einem Doppelsternsystem, da der dritte Stern ein roter Zwerg ist und der nennt sich Proxima Centauri. Ja, und warum machen wir genau ein Video davon? Die Antwort ist, Alpha Centauri ist eines der nähesten Sonnensysteme zu unserem System und man hat kürzlich neue Radiosignale entdeckt, die auf intelligentes Leben hinweisen könnten. Dazu aber auch gleich mehr. Jetzt möchte ich erstmal Johann begrüßen. Er ist heute auch wieder mit dabei. Hallo zusammen. So, und dann überlasse ich dir auch gleich mal das Wort. Viel ist nicht über die Planeten von Alpha Centauri bekannt, da die Sterne so hell und schwer sind, dass keine Planeten erkannt werden können. Das heißt, die schwachen Signaturen der Planeten werden überdeckt. Hinweise gibt es aber durch Wärmesignaturen. Ausschließen kann man zum Beispiel Gasriesen, da diese sich wegen der gravitativen Störung in diesem Doppelsternsystem nicht bilden können. Terrestrische Planeten sind also durchaus möglich. Korrekt, und nicht zuletzt durch die letzten entdeckten Radiosignale wurde das nochmal befeuert. Die Idee ist allerdings nicht neu, denn schon seit Jahren wird über Signale und das Leben dort auf Alpha Centauri spekuliert. Es gibt aber viele Signale, die anderen Ursprungs sind, und zwar Satelliten, die die Erde umkreisen, oder Signale, die nicht von Proxima Centauri direkt kommen, sondern eher dahinter dem Sonnensystem Alpha Centauri liegen, natürliche Radiosignale oder lokale, auf der Erde bestimmte Radiosignale. Dieses Signal, was aber von der Richtung Alpha Centauris kommt, hat aber keinen irdischen Ursprung. Die Frequenzamplitude, die ist ein bisschen anders. Und dementsprechend kann man ausschließen, dass dies von uns kommt. Auf jeden Fall wäre es eine große Sensation, wenn es Leben auf Alpha Centauri gibt. Vielleicht sind sie grün, blau, dick oder dünn, wie sie wohl aussehen, wie Menschen vielleicht? Das wäre wirklich eine Sensation, dass jetzt, wo wir hier sprechen, zur selben Zeit Leben auf einer zweiten Erde existieren würde. Ich denke, Formen des Lebens wären vielfältig, wie hier auf der Erde. Von der Mikrobe bis hin zu einem intelligenten Wesen. Wenn aber solche eventuell menschenähnliche Wesen existieren, sind sie vermutlich nicht weiter fortgeschritten als wir, da sie sonst sicher schon längst Kontakt mit uns aufgenommen hätten. Das denke ich auch, aber vielleicht können sie uns ja schon sehen, immerhin haben wir nur eine Sonne und wir dürften leichter zu entdecken sein. Oder sie haben andere Probleme, denn laut Aussagen der Wissenschaftler ist ja Proxima Centauri ein sehr lebensfeindlicher Stern. Er überzieht leider das ganze Solarsystem alle paar Monate mit sterilisierter Strahlung. Wenn es Leben gibt, werden die sich darauf angepasst haben. Oder vielleicht der Planet selbst mit einer Schutzschicht. Vieles ist noch ungeklärt. Deshalb können wir hier nur mutmaßen. Genau deswegen ist dieser Channel da nicht nur wissenschaftsbasiert, sondern eben auch kreativ und philosophisch. Deshalb fahre einfach fort. Was ich meine, vielleicht leben die Lebewesen Alpha Centauris in Höhlen oder haben gar einen Strahlungsfilter aktiviert. Vielleicht sind sie menschenähnlich, vielleicht Mikroben, Einzeller oder Pilze. Die Natur ist hier und wird auch dort ausgesprochen kreativ sein. Ich denke, wir unterschätzen sie oft. Die Hoffnung bleibt eben zuletzt übrig. Ich denke auch, dass das Leben kreativ seinen Weg findet. Und auch hier darf man nicht vergessen, auch dieses System ist wie das unsere Milliarden Jahre alt. Ein verdammt langer Zeitraum also für die Natur, um eine Lösung für ein Problem zu finden. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge vergehen lassen. Milliarden von Jahren ist dieses System alt. Und hier habe ich auch nochmal eine super Übersicht von der NASA. Und zwar haben wir einen Alpha Centauri A,
Das ist der größte Stern des Systems. Dann der Vergleich, unsere Sonne, die ist etwas kleiner als der Alpha Centauri A. Und dann haben wir noch den Alpha Centauri B, der ist etwas kleiner als die beiden Sterne. Und dann haben wir noch den Proxima Centauri, der ist natürlich um einiges kleiner. Der ist wie gesagt ein roter Zwerg und zum Vergleich noch den Jupiter, der noch um einiges kleiner ist, ein Gasriese, der aber in diesem System nicht vorkommen kann. Und der Saturn, der nochmal viel kleiner ist. Jetzt haben wir über das Leben und die Radiosignale geredet. Was ich aber eingangs schon erwähnt hatte, die Entfernung beträgt ja 4,2 Lichtjahre. Das ist ja quasi ein kurzer Weg. Mit heutiger Technik würde die Reise dorthin bis zu 40.000 Jahre dauern. Es gibt aber natürlich Planungen und Konzepte wie das Longshot-Projekt, welche die Reisezeit auf 100 Jahre verkürzen soll. Aber selbst das ist schon ein Menschenleben lang. Selbst zwischen den Sternen auf Alpha Centauri betragen die Entfernungen bis zu 0,2 Lichtjahre. Ja, das ist im Video ganz gut zu sehen, wenn die Kamera an die Doppelsterne heranzoomt. Die Entfernung zur Erde ist unvorstellbar größer. Selbst wenn es das nächste Sonnensystem ist. Es hört sich an wie ein Katzensprung. Aber es ist eben doch weiter, als man glaubt oder versteht. Genau. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was auf Alpha Centauri passiert. Und wie Johann schon gesagt hat, wir bräuchten mit aktueller Technik 40.000 Jahre, bis wir da hinkommen. Das heißt, bis wir wirklich dorthin reisen können, wird noch eine sehr, sehr lange Zeit vergehen. Was ein Lichtjahr wirklich ausmacht und von welcher Entfernung wir hier sprechen, da verlinke ich noch ein separates Video von mir. Dann bedanke ich mich auf alle Fälle schon mal bei Johann und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke auch und lasst uns gespannt sein, was uns die nächsten Nachrichten Alpha Centauris bereithalten.